Um uns herum gehen Dinge vor, von denen wir keine Ahnung haben. Doch er will es wissen. Mascarenhas, DDC Denver. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen die Deutschen den Mond besetzen. Gibt es keine Konflikte mit den Vereinigten Staaten? Mit dem? Wie war das? Was will Deutschland machen? Er stellt die richtigen Fragen. Ich habe gehört, dass Ihnen der Mond gehört. Wieso wollen Sie das wissen? Halten wir ein Mikrofon unter die Nase? Er trifft die richtigen Leute. Herr Westerwelle, Sie haben dich für eine Mondschein-Friseuse eingestellt. Ja, jetzt kann ich das mal sagen? Da. Vielen Dank, Dankeschön. Und er bekommt Antworten, die unser Weltbild erschüttern. Wenn also hier ein energetisches Netzgitter aufgebaut ist mit Plutonium, alle Leute verschippt sind, die Chemtrails dazwischen auch wieder mit Plutonium und mit Mikrochips abgefüllt sind, dann drehen die einen Schalter und dann werden wir umgepolt. Wir können uns da nicht mal mehr dagegen wehren. Fassungslos. Ja. Ist denn Herr Hitler, ist er in der Schwabenland? Das ist geheim. Die Mondverschwörung. Demnächst im Kino.